Er hat sich wieder einmal hingesetzt, um eine Beobachtung in sein Notizbuch zu schreiben. Falls sich Professor Pontius seine Notizen macht, dann ist die Welt für ihn gestorben. Wenn bloß er nicht gestorben ist. Gibt es in der Gegend ein Schloss?
Ich vergaß, meine Tochter. Entschuldigen Sie, das Bad wird gleich frei sein, ja? Ich hab mich lebenssicher mit mein Herz.
Nicht hoffen! Und meine Frau! An Ihre Exzellenz, ja.
Du meinst, dein Vater sperrt dich in ein Zimmer ein. Bitte, bist du genau und bitter bist, glaubst du, das wäre dir genau? Verweis mir doch!
unter diesem Dach lebt der liebste Mensch der Welt. Kann es Zufall sein, dass wir uns treffen hier? Sana, bist du wach? Bitte komm doch an dein Fenster. Ich stehe hier im Mondlicht und wünsch mir, ich wär bei dir. Nicht so laut, ich bin ja da. Mach bloß keinen Lärm, du sitzt da. Kann es wirklich sein? Es ist ziemlich spät. Niemand darf wissen, dringender Wunsch dich nicht. Draußen ist kalt, die Wand, dort wo der Horizont beginnt, gibt es ein.
die nach Blutkonserven gierten. Drum wollen wir diese Verstorbenen lieber durch Spieß sein. Auf Mut, Madame Chakal. Der Körper ihres Gatten ist verloren. Aber seine Seele können wir retten. Gemäß der Lebenstheorie und meinen eigenen Schriften gibt's keine. Thank you.
Bitte. Und zu mir gesellt, soll Antwort.
Ich bin ein Nachtvogel, tagsüber nicht zu gebrauchen. Ah!